Stell dich auf die Hinterpfoten, Prinzessin. Komm, fang den Stock. Ja, sie hat den Stock berührt. Du bekommst jetzt eine Belohnung. Hier ein Leckerli. Och nein, nicht hinlegen. Vielleicht ist sie doch zu faul für eine richtige Zirkuskatze. Ich kippe mal die Fenster hier oben. Jetzt hatten wir mal wieder einen echt warmen Tag. In der Nacht wird es zum Glück etwas abkühlen. Kinder, kommt mal wieder rein, es wird schon spät. Ach nö, wir bringen Prinzessin gerade Tricks bei. Morgen geht's doch wieder in den Kindergarten. Ja, ich freue mich auf meine Freunde. Gute Nacht, Amelie. Gute Nacht. Was war das? Jetzt höre ich nichts mehr. Ich schlafe lieber mal weiter. Vielleicht war das draußen. Ah! Hilfe, was ist los? Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Wer war das? Ich habe geschlafen. Ich glaube nicht, dass das einer von uns war. Vielleicht war das ein Einbrecher. Also so ganz geheuer ist mir das auch nicht. Da fällt mir ein, ich bin heute Nacht von einem Scheppern aufgewacht. Vielleicht war da jemand. Unheimlich, das will ich mir gar nicht vorstellen. Fehlt denn irgendetwas? Nein, mein Geldbeutel liegt sogar auch noch auf der Kommode. Das ist komisch. Wir sollten uns trotzdem mal genauer umschauen. Vielleicht finden wir irgendwelche Einbruchsspuren. Das Fenster ist offen. Das habe ich doch gestern Abend aufgemacht, weil ich in der Nacht etwas kühle Luft reinlassen wollte. Außerdem würde durch das gekippte Fenster kein Einbrecher passen. Wie spät haben wir es eigentlich? Kurz vor... Ach je, ihr müsst in den Kindergarten. Schnell, zieht euch an, ich fahre euch mit dem Auto hin. Ich will gleich meine Kekse essen. Als erstes gibt es Mittagessen. Ich stelle die Kekse hier oben hin. Nachher dürft ihr sie essen. Ich wollte eigentlich noch Bananenquark zum Nachtisch machen, aber die Bananen sind weg. Habt ihr sie genommen? Nein, vielleicht hat der Einbrecher die Bananen geklaut. Welcher Einbrecher klaut denn Bananen? Vielleicht hat Matteo sie gegessen. Amelie, wach auf! Was ist denn? Hör mal, es raschelt unten im Haus. Der Einbrecher ist da. Schnell zu Mama und Papa. Der Einbrecher ist wieder da. Einbrecher wo? In der Küche hat es geraschelt. Ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Hier ist keiner. Ihr könnt kommen. Um Himmels Willen, was ein Chaos. Meine Kekse. Mama, ich habe Angst. Ich will nicht mit einem Einbrecher zusammenleben. Das musst du auch gar nicht. Wir gehen gleich morgen früh zur Polizei. Bis dahin fasst dir keiner etwas an. Wir könnten Spuren verwischen. Ich bringe euch jetzt in den Kindergarten. Die Polizei müsste bald kommen. Ich will aber dabei sein, wenn die Polizei kommt. Nein, das geht nicht. Frau Sommer erwartet euch schon im Kindergarten. Und der Polizei ist das bestimmt lieber, wenn ihr hier nicht durch den Untersuchungsort spaziert. Och Mann. Guten Morgen, wir haben telefoniert. Ah ja, gut, dass Sie da sind. Hier, kommen Sie in die Küche. Oha, hier wurde es ja ziemlich verwüstet. Ich sperre diesen Raum ab. Sie gehen hier jetzt bitte nicht mehr rein. Ich habe die Spurensuche mitgebracht. Sie wird nun den Tatort auf Spuren untersuchen. Ich trage mit diesem Pinsel Rußpulver auf die Oberfläche auf und schon werden Fingerabdrücke sichtbar. Hier kann ich jetzt leider nicht viel erkennen. Es ist alles voll mit Fußabdrücken. Wer läuft denn hier alles herum? Na, meine ganze Familie, das ist schließlich die Küche. Dann werde ich die Mülleimer näher untersuchen. Ich habe Spuren von einem Tier gefunden. Wir haben eine Katze, die läuft hier auch in der Küche herum. Die Spuren sehen nicht nach Katzenpfoten aus. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Die Spuren sind ziemlich verwischt.
Wir stellen Ihnen für diese Nacht eine Nachtsichtkamera in die Küche, um das Tier zu filmen. Morgen früh werden wir dann sehen, wer sich in Ihr Haus schleicht. Ein Waschbär? Das hatten wir bereits vermutet. Waschbären sind Allesfresser und machen sich gerne mal über den Müll her. Und er ist tatsächlich durch das schräge Fenster gekommen. Wie ist er denn hier in die Wohngegend gekommen? Ich habe noch nie welche bei den Häusern gesehen. Ja, da haben wir etwas in ihrem Garten gefunden. Das Katzenfutter hat sie angelockt. Was macht das dann im Garten? Wir bewahren das Katzenfutter eigentlich immer drin auf. Oh, das haben wir draußen vergessen. Wir haben versucht, Prinzessin Trix beizubringen. Tut uns leid. Also sowas. Wenn der Waschbär jetzt draußen nichts mehr zu essen findet, sollte er von alleine gehen. Und am besten machen Sie das Fenster ganz zu. Naja, wir können froh sein, dass es sich nicht wirklich um einen Einbrecher gehandelt hat und er nur Essen gestohlen hat. Nur Essen? Das waren meine Lieblingskekse, die er zermampft hat. Dann gehen wir heute nochmal einkaufen und holen deine Kekse. Und diesmal musst du sie nicht mit einem Waschbären teilen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!